alle Unternehmen. Ich sehe gerade, Sie suchen sich ein passives Einkommen. Stimmt das, Herr Wurken? Ja, schon. Wie bitte? Also wieso ruft ihr die Leute mitten in der Nacht an und habt keine Ahnung von Tuten und Blasen und labert die ganze Zeit nur Scheiße ins Telefon, ohne dass es irgendwie Sinn ergibt? Ich hab dir einfach zugehört und da kommt nur lauter Scheiße raus. Und was haben du kannst kein Deutsch. Außerdem weiß ich nicht, wie du auf die Idee kommst, dass man bei euch Geld investiert, wo ihr registriert seid und reguliert seid. Selbstverständlich. Na, dann schieß los. Ihnen das zu mitteilen. Nein, doch, da bist du verpflichtet, aber na ganz, nein, da bin na, ich aber nicht ganz klar. Sagen Sie mir bitte meine Pflichten nicht, ich weiß meine Pflichten. Deine Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch einen ganz besonders streitlustigen Mitarbeiter mitgebracht, mit dem ich nahezu die Hälfte des gesamten Gespräches eigentlich nur am Diskutieren bin. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Hallo. Hallo, guten Morgen, Herr Wurken. Sprechen Sie mit Jürgen? Ja. Super, freue mich sehr. Mein Name ist Leon König. Ich bin ein kleines Maklerunternehmen. Ich sehe gerade, Sie suchen sich ein passives Einkommen. Stimmt das, Herr Wurken? Ja, schon. Alles klar. Sagen wir, haben Sie welches Erfahrung in diesem Bereich schon? Nö, gar nicht. Hier haben sich die Betrüger mal was Neues einfallen lassen, denn hier geht's nicht gleich um den Finanzmarkt, sondern erstmal nur um ein kleines Nebeneinkommen. Habe ich so auch noch nicht am Telefon gehabt. Alles klar, ich verstehe. Auf welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Also haben Sie welche finanzielle Pläne, finanzielle Träume oder überhaupt? Also was ist für Sie da interessant? Weiß ich nicht, Sie stellen lauter wirre Fragen mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Mein Name ist Leon Kühn, ich bin der Account meiner Firma Simpleway. Ich wollte mir alles besprechen und Sie zu zeigen, auf welche Weise können Sie da Geld verdienen. Und die zweite Hauptaufgabe ist, mit Ihnen diese Handelskonto zu eröffnen und Sie zu zeigen, wie Sie Geld da verdienen können. Verstehen Sie das? Es gibt so ein Handelskonto, da wo Sie arbeiten werden und diese, auf diese Handelskonto werden Sie überhaupt Geld verdienen. Haben Sie schon dazu vielleicht gehört, Herr Wurken? Ich verstehe kein Wort, Sie sprechen kein vernünftiges Deutsch. Also, ich wollte mit Ihnen alles zuerst besprechen, auf welche Weise können Sie hier Geld verdienen. Ja. Und zu zweit, ich würde gerne mit Ihnen ein Handelskonto eröffnen. Das ist ein Konto, wo Sie dieses Geld überhaupt verdienen können. Ja, dann mach mal. Wie bitte, Herr Wurken? Ja, dann mach. Sagen Sie bitte, was finden Sie für sich interessant in diesem Bereich? Warum haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wie wir dich hinterlassen haben, weil ich die Seite interessant fand, aber du redest nur wirres Zeug. Ich verstehe kein Wort von dem, was du mir sagen willst. Es ist mitten in der Nacht und von dir kommt nur Scheiße. Soll ich mal fragen, was machen Sie jetzt? Ich bin gerade pinkeln. Alles klar. Also ich brauche nicht mal 10 Minuten Ihrer Zeit. Also Sie müssen an dieser Stelle was billiger kaufen und teurer verkaufen. Und so verdienen Sie damit Geld. Haben Sie was über Bitcoin gehört? Ja, das ist ja so ein... Ja, so eine Geld. Kryptowährung vielleicht. Ja, das ist so quasi ein Online-Geld, mit dem Sie Geld verdienen können. Stellen Sie sich vor, Bitcoin hat vor 2 Jahren $5 gekostet. Jetzt kostet $40,000. Sehen Sie, also es gibt also ganz... Dieser Bereich ist sehr abweichungsfrei. Sie können also entweder auf Kryptowährung oder auf Aktien oder auf Rohstoffen. Das haben Sie was über, ich weiß nicht, Elon Musk gehört oder über Apple. Ja. Also an dieser Stelle, Sie können mit alle also Aktien handeln. Je nachdem, was gerade Sie für sich interessant finden und je nachdem, also wie viel Geld wollen Sie verdienen. Sagen Sie bitte, wie viel Geld planen Sie an dieser Stelle verdienen? Vielleicht haben Sie welche Pläne überhaupt. Ja, keine Ahnung, wie viel Geld kann man denn damit verdienen? Naja, normalerweise also 1-2.000 Euro, also am Anfang, das ist also erreichbar sozusagen, weil mit Kryptowährungen kann man Stunde ganz dann. Vielleicht... Wie bitte? In einer Stunde. Was in der Stunde? Na, was du gesagt hast. Ich habe Sie gesagt, an dieser Stelle können Sie, also je nachdem, wie viel Zeit wo sind Sie fähig, dazu auszugeben, also mindestens 1.000 Euro können Sie da machen. In einer Stunde. Was finden Sie? Herr Wurken, was meinen Sie in einer Stunde? Na, das, was Sie gesagt haben.
Tja, das kann ja schon mal vorkommen, dass wenn man auf eine Aussage einfach was dazu sagt, dass man dann nicht mehr weiß, was man gesagt hat. Naja, das kommt halt öfters mal vor, ne? Ich meine, wenn ihr so zur Bank geht und die erzählt euch, wie viel Profite ihr da macht und ihr fragt dann eine präzise Frage, dann kann es schon mal vorkommen, dass eure Bankberaterin gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich vorher so dazu gesagt hat. Ist doch typisch, oder? Herr Wogen, ich habe Sie gesagt, wie viel Geld können Sie da verdienen? In der Stunde. Herr Wurgen, ich verstehe Sie leider nicht. Was meinen Sie darunter? Ja, das merke ich schon. Aus welchem Land kommst du eigentlich? Ich rufe Sie aus Niederlanden, Herr Wurgen. Aus was? Aus den Niederlanden. Ja, also wie ein Niederländer hört er sich hier auf jeden Fall nicht an. Aber auch schon die Gewinnversprechen hier von 1 bis 2.000 Euro, die sind sowas von dämlich und absolut nicht möglich mit 250 Euro, die man da einzahlt. Also mir ist absolut kein Finanzkonzept bekannt, wo man so viel Gewinne mit so wenig Geld machen kann. Und ja, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, auf dem Tradingmarkt mit wenig Geld auch viel Gewinne zu machen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber so gering, da solltet ihr lieber ganz normales Lotto spielen. Da seid ihr dann sicherer auf der Seite, dass ihr das gewinnen werdet. Nein, auf keinen Fall. Also in der Niederlande kann man Deutsch. Oder zumindest also halbwegs. Ich spreche auf Deutsch. Ja, ich bin nicht in Deutschland geboren, aber ich kann ganz gut auf Deutsch sprechen. Ich bin in Slowakei geboren und bin nach Niederlanden umgezogen. Aus der Türkei nach Niederlande, aber man spricht Deutsch. Aus Slowakei. Ach, Slowakei. Na gut. Ja, und nun? Herr Wuke, sagen Sie mir, wie viel Geld können Sie da verdienen? Weil es liegt daran, also wenn Sie 10.000 Euro verdienen wollen, ist es was anderes. Weil es gibt ganz viele, also unterschiedliche Methoden. Ja, na viel. Aber so viele unterschiedliche Methoden gibt es jetzt auf dem Finanzmarkt auch nicht. Man kann halt automatisch traden oder mit einem Broker oder halt alleine. Das sind jetzt drei Methoden und man kann halt in Öl investieren oder in Kryptowährungen oder Rohstoffe, Aktien, ja sowas. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da sehr viele verschiedene Möglichkeiten hat. Denn eigentlich entscheidet der Markt immer nur durch hoch steigende Kurse oder fallende Kurse. Naja. Wahrscheinlich hat das mir einfach nur nicht sinnvoll erklärt. Vielleicht habe ich es nur nicht verstanden. Hallo, Herr Wurken, hören Sie mich? Ja, ich höre. Leider. Dann sagen Sie mir bitte, wie viel Geld lernen Sie da überhaupt verdienen? Und wie viel Zeit sind Sie da überhaupt zu investieren? Ich dachte, 1.000 Euro die Stunde, oder nicht? 1.000 Euro, ja, können Sie da machen. Wie viel Geld fertig sind Sie zu investieren? Weiß ich nicht, wie viel muss man denn? Also das Mindestbetrag beträgt in Deutschland nur 250 Euro. Mhm. Aber Sie können selbstverständlich mit größerem Betrag anfangen, dann also damit Sie also größere Gewinne in näheren Zeiten bekommen können. Ja. Das haben Sie bis dahin verstanden. Also Sie wollen mindestens 1.000 Euro monatlich verdienen, habe ich Sie richtig verstanden? Nee, eine Stunde. Eine Stunde wollen Sie verdienen oder was, Herr Wurken? Was meinen Sie darunter? Also verstehen Sie, ich habe auch ganz viele Kunden. Und ich kann sie leider maximal 10 Minuten leisten. Tja, sehr schön, dass er ganz viele Kunden hat und sich für jeden nur 10 Minuten leisten kann. Aber wenn er mir irgendwas verkaufen will, dann weiß ich nicht, was soll denn das? Also, kennt ihr einen Bankberater, der sagt, ja, hallo, ich habe nur 10 Minuten und jetzt kauft die Scheiße hier. Toll, super. Naja, aber ich denke, wir lassen die Bombe jetzt schon platzen und diskutieren mit dem Typen einfach mal noch eine ganze Weile weiter. Ja, also das ist schon dann traurig. Dann sagen Sie mir bitte jetzt kurz und knapp, was machen Sie jetzt gerade und was planen Sie überhaupt vor? Ja, das würde ich ja gerne mal von dir erwarten. Wie bitte? Also wieso ruft ihr die Leute mitten in der Nacht an und habt keine Ahnung von Tuten und Blasen und labert die ganze Zeit nur Scheiße ins Telefon, ohne dass es irgendwie Sinn ergibt? Wirklich jetzt mal. Also Herr Wurken, Sie haben Ihre Daten auf unserer Wärmeseite hinterlassen. Und es stand da, dass Sie werden einen Anruf von einem Manager bekommen. Ich bin Ihren Manager gerade von der Firma Simple. Deswegen melde mich bei Ihnen. Weil Sie sind gerade unsere Kunde. Das ist unser Unternehmen. Deswegen melde mich bei Ihnen, mit alles zu klären, alles zu besprechen. Auf welche Weise haben Sie da Ihre Daten hinterlassen?
Brauchen Sie Geld? Brauchen Sie das Einkommen, Herr Burgen? Naja, warum nicht? Also klar, warum hinterlässt man seine Daten da, wenn man Geld haben will? Richtig. Bingo. Super, das ist richtig, Herr Burgen. Sagen Sie mir bitte, sind Sie fertig? Wie viel Geld sind Sie fertig, dazu investieren? Weil dieser Bereich ist sehr abwechslungsreich. Sie können entweder 1.000 Euro oder 10.000 Euro verdienen. Also aber das war jetzt so schnell hingenuschelt und hingerotzt, dass ich nichts verstanden habe. Ja, aber der Typ scheint ja auch mich nicht so wirklich verstanden zu haben. Denn eigentlich habe ich ihm ja schon klar gemacht, was das hier für ein Saftladen ist. Aber er macht halt einfach weiter, ne? Also, dann lassen wir ihn mal seine eigene Zeit ein bisschen verplempern. Ich habe Sie gesagt, dieses Bereich ist an dieser Stelle ganz profitabel. Und Sie können auf mindestens 1.000 Euro verdienen, aber Sie können auch 10.000 Euro verdienen. Deswegen frage ich nach, welche Pläne haben Sie? Naja, dann machen wir das jetzt. Herr Wogen, was machen wir jetzt? Sind Sie jetzt also, was machen Sie jetzt gerade? Ich wollte mit einfach die erwachsenen Leute sprechen. Verstehen Sie mich nicht? Ja, genau. Dann stehen Sie auf und ein bisschen wachen Sie sich auf. Erfrischen Sie sich und sprechen ganz. Na nun los, erzähl doch mal was Sinnvolles jetzt. Jetzt leg doch mal erstmal richtig los hier. Ich meine, du laberst mich jetzt hier seit 8 Minuten voll und da ist noch nichts Sinnvolles bei rausgekommen. Wo soll ich denn jetzt hingehen, auf welche Seite? Also Herr Wogen, sind Sie in WhatsApp? Ich würde Sie mit gerne einen Link schicken, damit nein, Sie Ihr Handelskonto eröffnen können. Nein, oder E-Mail. WhatsApp. Ihre E-Mail-Adresse lautet j.wurgen@gmail.com. Nee. Keine Ahnung, wo ihr die her habt, aber nee. Also Herr Wogen, Sie werden ja ein Handelskonto eröffnen. Ein Handelskonto wäre Ihre zweite Bankkonto, sozusagen. Aber das Prinzip ist das gleiche, aber da werden Sie handeln oder traden. Ja. Haben Sie welches Erfahrung mit solches Bereich wie Handelskonto? Aber sag mal die Seite. Also das ist... Wie bitte? Sag mal die Seite, auf welche Seite soll ich denn gehen? Sag ich Ihnen, ich kann Sie einen Link schicken, aber hier, erstmal hören Sie mich zu, was ich Ihnen gerade erzähle. Weil es gibt ein Handelskonto, da werden Sie arbeiten. Und sogar mit einem Fachleute, weil ich bin sicher, dass Sie überhaupt keine Erfahrung haben. Und Sie wollen, ich bin sicher, dass Sie wollen ganz gutes Geld von dieser Seite rausnehmen. Und das, um das zu machen, brauchen Sie eine Unterstützung. Ja. Und solche Fachmänner werden mit Ihnen arbeiten, weil solche Leute sind darauf interessiert, dass Sie mehr Geld wie möglich verdienen können. Weil von jeder Ihrer Option sozusagen, also wenn Sie was verkaufen und kaufen, wir haben von 1-10% unserer Provision. Weil sie werden alles auf unsere, also sagen, auf unsere Handelsplattformen machen. Deswegen, je aktiver sie sind, je mehr sie Geld verdienen, desto mehr Geld verdienen wir. Das arbeitet sozusagen. Deswegen, sie bekommen unterstützen. Was machen Sie beruflich? Wieso willst du das jetzt auch noch wissen? Das geht dich doch gar nichts an. Wie bitte? Was machen Sie beruflich, war meine Frage. Ja, ist doch egal. Also, was finden Sie? Sind Sie Fachmann in diesem Bereich, wo Sie gerade arbeiten? Nein. Nein. Alles klar. Also bei uns, Sie bekommen solche Unterstützung wie ein Fachmänner. Die arbeiten damit also mindestens 10 Jahre und die sind darauf interessiert, dass Sie also Ihr Geld je mehr wie möglich verdienen können und dass Sie also alles verstehen können, also das, was Sie gerade machen. Nicht einfach so, also die Handelskonto aktivieren und los geht's. Verstehen Sie das? Also Sie werden selbst diese Verantwortung tragen. Aber von unserer Seite bekommen Sie so eine Einweisung, wie Sie das richtig und ordentlich machen können. Ja, wenn man dem noch viel länger zuhört, dann braucht man tatsächlich irgendwann eine Einweisung. Aber mal ganz im Ernst, von den Fachmännern, die da angeblich 10 Jahre schon irgendeinen Scheiß machen. Also wenn, dann betrügen die höchstens 10 Jahre schon Leute, aber niemals haben die Ahnung vom Trading. Also nicht mal im geringsten. Denn mehr als Müll erzählen die einem da am Telefon nicht. Denn alles, was der hier erzählt, ergibt von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn und hat überhaupt gar keinen Zusammenhang. Das ganze Blabla ringsrum ist irgendein hingenuscheltes und hingerotztes deutsches Skript, was er wahrscheinlich hier mittlerweile schon frei runterrattern kann. Ja, und das mit seinem tollen ausländischen Akzentcharme da irgendwie übertuscht hat. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja. Und so funktioniert das. Handelskonto eröffnen, eine andere von unseren später bekommen, Handelskonto aktivieren und anfangen, um Geld zu verdienen. So ja. Kurz und knapp. Maximal brauchen, wie geht mit Ihnen mit der Freizeit? Wie viel Freizeit haben Sie täglich?
Was für ein Ding, wie viel Taschengeld ich am Tag habe? Oder wie? Herr Urgen, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Ich verstehe das Wort nicht. Das, gibt es das? Ich höre Sie gar nicht. Ich sagte, ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe Sie auch nicht. Meine Frage war, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Viel. Viel, super. Viel, das ist wie viel. Ich brauche ganz genau wie eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Ach, wie viel Zeit? Sind Sie täglich? Mensch. Ja, Freizeit, habe ich gesagt. Ja, das versteht doch kein Wort, wie du das da sagst. Weil Sie einfach nicht zuhören. Wo sind Sie? Nehmen Sie Ihr Handy und hören Sie richtig zu. Klar, höre ich zu, aber man versteht ja dein komisches Ausländerdeutsch kaum. Super, ich verstehe Sie auch nicht. Ja. So, können wir jetzt mal auf die scheiß Webseite gehen, meine oder? Meine Frage war, wie viel Freizeit haben Sie täglich? Ja, so versteht man das Wort wieder nicht. Da ist es bis hingenuschelt. Freizeit. Ja, jetzt versteht man es. Wo genau. Sie frei haben können. Ja, also so viel wie ich will. So viel wie Sie wollen. Ja. Also sind Sie fertig täglich, also maximal halbe Stunde dazu auszugeben? Ja, das ist möglich, ja. Möglich. Ja. Sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet j.wurken@gmail.com. Nein. Ist das Ihre? Dann wie soll ich Ihnen dieses Link schicken? Buchstabieren, sagen, mit dem Mund durchgeben. Was mit dem Mund durchgehen? Ich ja, sagen, sagen, buchstabieren. Ja, der Typ scheint es wirklich nicht zu begreifen. Ich will eigentlich nur den ollen Link von dieser Scheiß-Webseite. Ja, und was macht er? Mich überhaupt nicht verstehen und buchstabiert mir erstmal prompt meine E-Mail-Adresse, die sowieso die ganze Zeit falsch ist. Und ich habe es ihm ja auch schon mehrfach im Verlauf des gesamten Gespräches eigentlich gesagt, dass die nicht funktioniert. Aber er scheint es ja wirklich nicht in seine Birne reinzukriegen. J.wu. Nein, den Link, nicht meine Dings da. Nein, ich werde Sie deswegen nicht buchstabieren. Ich habe Sie gefragt, ob Ihre E-Mail-Adresse lautet so. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Dann buchstabieren Sie bitte mir Ihre E-Mail-Adresse. Ist das für Sie problematisch jetzt? Nö, aber ich habe keine Lust, meiner E-Mail-Adresse. Haben Sie keine Lust? Also, was machen Sie, dass Sie keine Lust haben? Ja, gerade aufstehen. Also eigentlich. Gerade nicht. Aufstehen. Und warum gehen Sie nicht arbeiten? Sind Sie so faul? Bist du bescheuert oder was? Hast du einen kompletten Dachschaden? Pass mal auf, du Stück Scheiße. Also, passen Sie auf, wie Sie mit mir gerade sprechen. Du bist das letzte Stück Dreck, was es auf der Erde gibt. Weißt du das eigentlich? Aha, du machst super. Den allerprimitivsten, also, ekelhaftesten Job. Du Scheißbetrüger, wirklich. Du bist einfach nichts anderes als ein armes Würstchen, was die Leute abzockt. Ein ekelhafter Betrüger. Tja, ihr fragt euch ja manchmal, wie ich das aushalte. Tja. Nicht immer. Wenn man mich morgens erwischt und quasi aus dem Bett reißt, dann kommt da sowas bei raus. Dann sagen Sie bitte, auf welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Wenn ja. Sie so überhaupt so denken, bekommen Sie Spaß, dass Sie Anrufe bekommen von einem normalen Unternehmen? Ja, weil ich dich Stück Scheiße auf YouTube stelle mit dem, was du hier abziehst. Wie du die Leute versuchst abzuziehen mit deinem absolut ekelhaften Deutsch. Aha, es ist, also mich widert das an, dass du überhaupt unsere Sprache in den Mund nimmst. Wirklich. Was haben Sie gesehen? Ja, ich hab dich gehört, mitten in der Nacht. Weißt du überhaupt, wie spät es ist? Jetzt ist gerade fast um 9. Ja, fast um 9. Wirklich, du hast doch einen absoluten Lattenschuss. Man ruft auf keinen Fall um 8.51 Uhr oder noch früher die Leute an. Wirklich. Arbeiten gehen und nicht einfach aufgestanden sind. Ja, du tust mir wirklich leid. Aber wahrscheinlich kannst du nicht mal deine Familie ernähren mit dem dreckigen Job, den du machst. Also, Herr Wolken, ja, haben Sie recht. Ja. Was haben Sie gerade gelesen in YouTube? Ich hab dir einfach zugehört und da kommt nur lauter Scheiße raus. Und was haben du kannst Sie kein Deutsch. Außerdem weiß ich nicht, wie du auf die Idee kommst, dass man bei euch Geld investiert. Sowas Beklopptes gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man so einen primitiven Job überhaupt machen kann. Sie investieren Geld auf sich selbst? Nein, sowas nennt man Diebstahl. Verarschen, Leute betrügen. Abschaum. Ich weiß es nicht, ab wann Sie das gehört haben, aber normalerweise... Ja, von dir! Du hast mir das erklärt, dass du Abschaum bist. Ich hab dir erklärt, wie Sie da Geld können.
habe dir gesagt, sie werden eine Handelskonto für sich selbst eröffnen. Ja, und ich habe dir gesagt, buchstabier mir den scheiß Link und ich will von dir keine Drecks-E-Mail. Du sollst mir den scheiß Link buchstabieren. Nein, ich werde sie gar nicht buchstabieren. Ja, bist du, weil du dazu so blöd bist, weil du das nicht kannst, Analphabet. Scheiße. Was? Aha, aha. Ja, das denken sie super. Ja. Aber ich verstehe sie manchmal auch nicht. Verstehst ja, das verstehe ich auch, dass du uns nicht verstehst. Das ist sogar gut so, dass du uns nicht verstehst. Kannst du die Leute nicht so gut bescheißen, ne? Bist du zu blöd für. Herr Wurgen, was machen Sie gerade? Warum sind Sie gerade aufgestanden? Warum gehen Sie nicht arbeiten? Tja, ich gehe nicht arbeiten, weil ich nicht arbeiten gehen muss. Du hingegen scheinbar schon. Ach so. Unter welches Einkommen wohnen Sie, wenn Sie nicht arbeiten gehen Kumpel, wollen? Kumpel, ich brauche von dir kein Einkommen. Ach so, brauchen Sie kein Einkommen? Ach so, und auf welche Weise suchen Sie sich das Einkommen? Ich suche gar nichts. Ihr sucht ja scheinbar ein paar Idioten. Ich suche hingegen nichts. Wir suchen klügste Leute, die damit Geld verdienen Ach, wollen. Hör auf, Scheiße zu erzählen. Das riecht mich auf, wie ihr die Leute belügt. Und das mitten in der Nacht hier auch noch. Aha, aha, aha. Abschaum. Abschaum, Betrüger. Betrüger. Herr Wugen, hören Sie damit auf? Nein, du bist Betrüger, Abzocker. Abzocker. Haben Sie das ausprobiert? Wie können Sie mir beweisen, dass ich also in solches Richtung überhaupt arbeite? Sagen Sie mir bitte. Ja, weil du absolut scheiß Deutsch sprichst, keine Ahnung hast und mir den verkackten Link nicht mal durchsagen willst. Das machen nur Betrüger. Auf welche Weise soll ich Ihnen unsere Links schicken? Mit dem Mund durchbuchstabieren. Nein, ich werde Sie nur in jedem Fall machen. Ja, bist du dazu zu blöd oder was? Was? Nein, weil Na ich dann sag, kann nicht Kopf denken. Ich würde nicht egal jemandem unsere Links schicken. Das ist unsere private Sache. Das ist unsere eigene Webseite. Ja und? Dann kannst du den ja auch sagen, wenn du den schon per E-Mail schicken willst. Oder bist du zu blöd zum Buchstabieren? Ich werde sie gar nicht per E-Mail schicken. Ich werde sie niemals was buchstabieren. Ja. Wenn sie mich jetzt gerade nicht verstehen wollen. Ja, weil du Abschaum bist. Du bist absolut Abschaum, so wie du versuchst, die Leute zu abzuzocken. Scheiß Abzocker. Abzocker. Ich freue mich auf ja. Ihre Aussage, Herr Wurgen. Scheiß Abzocker, mehr nicht. Aber sagen Sie mir bitte, was machen Sie jetzt gerade, dass Sie kein Geld haben? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Geld habe. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht nötig habe, noch mehr zu verdienen. Nicht nötig habe, noch mehr zu finden. Aber welche Weise haben wir doch Ihre Daten hinterlassen? Ja, weiß ich doch nicht, wie ihr an die, wie dreckig ihr an die Daten rangekommen seid. Was? Weiß ich doch nicht, wie dreckig ihr an die Daten rangekommen seid. Von mir habt ihr sie nicht. Denken Sie selbst nach. Sie haben vor einer Stunde Ihre Daten auf unserer Wärmeseite hinterlassen. Bist du bescheuert? Vor einer Stunde habe ich geschlafen, du Klops. Ja, in der Tat. Also, sorry. Aber es tut mir leid, aber tja, da fällt mir auch nichts anderes mehr dazu ein. Ich habe tatsächlich geschlafen und der will mich weismachen, dass ich schlafend mich auf der Webseite eingetragen habe. Ja, herrlich. Also tja, so hat man Freude mit seinen eigenen Scam-Anrufen. Aber naja, Leute, also ja, um sich ja mal zusammenzufassen, der gibt aber auch nicht auf. Ne? Also wir sind auch noch eine Weile hier nicht fertig. Also es geht noch weiter. Naja. Also Herr Wugen, ich sehe das auf meinem Computer. Ich ja, auf deinem Computer steht lauter Scheiße, aber nicht die Wahrheit. Aha, nicht die Wahrheit. Wollen Sie mir sagen, dass Sie jetzt gerade mir die Wahrheit sagen? Ich glaube Sie nicht. Also was ich dir sagen will, ist, dass du ein Betrüger und ein Abzocker bist und dass du es nicht wert bist, dass man dir zuhört. Na, welche Weise haben Sie Ihre Daten hinterlassen, wenn Sie so skeptisch auf dieses alles angestellt sind? Mit dem Zauberstab. Heiche Wedel. Sagen Sie, wann haben Sie Ihre Daten hinterlassen? Ja, wann haben Sie Ihre Wärmeseite hinterlassen? Vor einer Stunde, wo ich noch nicht geschlafen habe. Okay. Haben Sie das gestern gemacht? Ich dachte vor einer Stunde. Ich dachte, du siehst da alles, Mensch. Bist du schlau? Ich frage Sie nach, wenn Sie das gemacht haben. Ich dachte, abschauen. Ich habe das mit dem Zauberstab gemacht. Da habe ich mit dem Rutschen und Wedeln. Also Herr Wugling, sprechen Sie ein bisschen lauter. Laut? Ja, Moment, ich muss gerade mal meine Zigarette hier auffüllen. Ich bin hier oben gestiegen auf so eine elektrische. Soll ja wenigstens ein bisschen gesünder sein, als die ganze Zeit so Krebsdampfer zu rauchen. Mit dem Befüllen nervt aber immer noch ein bisschen. Außerdem kann die Scheiße unterwegs auslaufen.
Ich höre Sie gar nicht. Optimal ist das. Können Sie nicht lauter sprechen? Ich kann lauter sprechen, ja. Ja, sprechen Sie ein bisschen lauter, ich höre Sie gar nicht. Ja. Als wäre das noch wichtig. So, was willst du denn jetzt? Ich habe Sie gefragt, wann Sie diese Daten hinterlassen haben. Weiß ich nicht, vor einer Stunde war. Müsstest du ja wissen. Ich weiß, dass Sie haben das vor einer Stunde gemacht. Genau, vor einer Stunde. Aber wenn Sie mir sagen, das war nicht so, dann... Ja, war es ja auch nicht. Vor einer Stunde habe ich geschlafen. Haben Sie geschlafen? Eben. Ich freue mich. Dann was sagen Sie jetzt dazu? Was sagen Sie jetzt an dieser Stelle dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Von wem haben Sie das überhaupt gehört? Dass dieses Bereich also so gefährlich ist? Ich habe nicht gesagt, dass der Bereich gefährlich ist. Ich habe nur gesagt, dass du ein Scheißbetrüger und Abzocker bist, so wie du dich gibst. Naja, wenn Sie jetzt gerade so sagen, aber wie ich habe dir gesagt, ich mache mit Ihnen gar nichts. Sie aktivieren und machen das alles selbst. Das heißt, Sie haben was von diesem Bereich gehört. Weil Sie werden an diesem Bereich selbst arbeiten. Nicht mit mir. Warum machst du eigentlich den Job? Fachmänner. Ja, warum machst du den Job eigentlich? Warum mache ich sie? Weil ich das will. Mhm. Weil ich will arbeiten gehen, ich will Geld verdienen, nicht wie Sie. Naja, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du schlau wärst, ne, dann würdest du doch die 250 Euro in euer komisches System selbst reinstecken und dann bräuchtest du doch gar nicht mehr arbeiten, weil warum solltest du jetzt noch arbeiten gehen? Dann erzähl mir das. Sie, also in dieser Welt brauchen Sie immer Geld. Naja, aber ich dachte, du hast hier so ein tolles System, wo man mit 250 Euro reich werden kann, dass man da gar nicht mehr arbeiten gehen braucht. Warum machst du das noch? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie überhaupt nicht arbeiten, später in Zukunft nicht gehen müssen. Selbstverständlich, Sie müssen arbeiten gehen. Aber das kann einfach ein passives Einkommen sein, Herr Burger. Ja, das ist ja Blödsinn. Das ist gar kein Blödsinn. Wenn ich zu Hause bin, ich mache das auch allein. Aber das ist also nicht so großes Einkommen. Das ist einfach als hintere Unterstützung. Mhm. Dann erzähl mir mal, wo eure Firma registriert ist. Ohne aufzulegen. Erzähl mir mal, wo die Firma registriert ist. Mit der richtigen Nummer. Dann gucke ich mal rein bei der BaFin. Wo die Firma registriert ist, in Niederlanden. Brauche ich mal die Nummer, die Registrationsnummer? Auf welche Weise soll ich Ihnen dieses Nummer sagen? Und auf welche Weise soll ich unsere private Sache jetzt was sagen? Das ist ja nicht, ist ja keine private Sache. Die Nummer dazu seid ihr verpflichtet, mir die zu nennen. Wo ihr registriert seid und reguliert seid. Selbstverständlich. Ja, aber dann schieß los. Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen das zu mitteilen. Doch, nein, da bist du verpflichtet, aber ganz klar. Sagen Sie mir bitte meine Pflichten nicht, ich weiß meine Pflichten. Deine Pflichten sind es, anständig Deutsch zu lernen, denn schließlich habe ich das Recht drauf, als Deutscher auch auf Hochdeutsch verarscht zu werden. Hochdeutsch, Sie sind Hochdeutscher, ich freue mich, aber Ihre Pflicht ist nicht mit allen Leuten so, also unhöflich zu sprechen. Soll ich dir eigentlich mal sagen, was passiert, wenn man deine scheiß Telefonnummer zurück... Tja, so wie mit allen anderen Betrügern. Kaum fragt man nach der Registration, wo die gemeldet sind, dass man das Ganze prüfen kann. Spätestens da machen sie sich dann aus dem Staub, wenn sie sich nicht eigentlich schon bei Betrüger aus dem Staub machen. Weil sie dann wissen, da gibt's nichts mehr zu holen. Der war hier halt besonders schlau und hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen. Tja, so ist das halt eben. Auf jeden Fall teilt dieses Video gerne mit all euren Bekannten, Verwandten, Freunden und Familienmitgliedern. Umso mehr davon wissen, umso weniger können von den Leuten beschissen werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst mir auch einen Daumen nach unten da. Dann weiß ich Bescheid, dass es euch nicht gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und jetzt habt ihr hier noch die exklusive Möglichkeit, auf alle anderen Videos zu schauen in der Playlist. Vielen Dank fürs Vorbeigucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.